Wissenschaftsversammlung Ihnen übrigens noch einen herzlichen Glückwunsch zum neuen Amt, zu Ihrer Wahl als Vorsitzender, ist ja noch nicht so lange her. Verehrte Landesrätinnen Westfalen, Rheinland, Dr. Rischhoff-Thale, Frau Dr. Karawald, Herr Dr. Leitgen, Herr Landrat Dr. Buchs, Herr Osses, meine sehr verehrten Damen und Herren, irgendwie scheint zur Kulturhauptstadt zumindest bei Eröffnungen das Frieren angesagt zu sein. Herr Pleitgen hat auch das offensichtlich zum Prinzip gemacht. Seit dem 9. Januar, wenn das Wetter, meine Damen und Herren, so weitergeht, habe ich den Eindruck, werden wir auch noch im Mai und im Juni bei Eröffnungen frieren. Vor lauter Kulturhauptstadt. Aber, meine Damen und Herren, die Kulturhauptstadt zum Anlass zu nehmen, das Thema Helden zu thematisieren, und zwar hier im Ruhrgebiet, halte ich wirklich für eine geniale Idee. Denn, meine Damen und Herren, die Sehnsucht nach dem Besonderen, die packt uns doch alle. Wenn wir etwas narzisstischer sind, meinen wir uns selbst, wollen wir selbst Helden sein. Und wenn wir etwas weniger narzisstisch sind, projizieren wir bestimmte Vorstellungen in andere, in Helden, in Idole. Und in diesem Zusammenhang dann der Frage nachzugehen, was macht eigentlich einen Helden aus? Was unterscheidet ihn vom Nichthelden? Was, und das ist eine Frage, die mich besonders interessiert, unterscheidet ihn auch vom Idol? Und das in der Geschichte, wie in der Gegenwart und auch schon mit einem Blick, wenn ich an Internet und Cyberspace denke, in der Zukunft, in die Zukunft gerichtet, das halte ich schon für eine spannende Frage und ich möchte denen gratulieren, die diese aufregende Idee hatten. Meine Damen und Herren, im Ruhrgebiet ist das ja nun wirklich angebracht, leben hier doch lauter Helden. Hat das Ruhrgebiet doch sogar die einzigartige Institution des Bürgers des Ruhrgebiets geschaffen, die alljährlich ausgezeichnet werden und bezeichnenderweise im letzten Jahr waren es Stephen Sloan, also ein Teil des Kulturhauptstadtmanagements und Stefan Soltesch, der ja nun wirklich wie ein Held kämpft für die Kultur in der Kulturhauptstadt Essen. Und in einem schweren Kampf die Fahne hochhält, wofür er unser aller Unterstützung, meine Damen und Herren, verdient. Und meine Damen und Herren, das Ruhrgebiet hat neben auch solchen Persönlichkeiten natürlich auch solche Helden wie Helmut Rahn, Norbert Dicke, Ernst Kutzowa und viele andere hervorgebracht und vor allen Dingen die Helden unter Tage. Denn, meine Damen und Herren, mit Heldentum ist immer auch das Thema Solidarität, Vorbildlichkeit, ja auch Brüderlichkeit, vielleicht auch Gleichheit sehr wohl verbunden. Und ich glaube, dass daher tatsächlich das Ruhrgebiet wie keine andere Region in unserem Lande prädestiniert ist, diesem Thema nachzugehen. Meine Damen und Herren, ich persönlich meine, wir sollten unser Auge viel mehr richten auf die Helden und
übrigens auch Heldinnen des Alltags. Denn, meine Damen und Herren, Heldentum hat vielleicht immer auch etwas mit dem Y-Chromosom zu tun. Aber ich denke und bin sogar sicher, dass wir zurzeit in einer Zeit leben, die vor allen Dingen, und das sage ich mich nicht, um mich beim weiblichen Geschlecht anzubiedern, ich meine es wirklich ernsthaft, dass gerade die Gegenwart in einer besonderen Weise starke Frauen und damit Heldinnen produziert. Und für mich ist etwa, und damit sind keineswegs nur Karrierefrauen gemeint, für mich ist immer noch eine Heldin des Alltags die berühmte Kassiererin bei Aldi mit drei Kindern zu Hause und einem möglicherweise mürrischen, arbeitslosen Mann zu Hause. Das sind Heldinnen mit einer Kraft, mit einer Stärke, die, glaube ich, unsere Zeit in ganz besonderer Weise auszeichnet. Und es gibt für mich im Alltag ein zweites Element, das wir viel zu sehr übersehen, nämlich, meine Damen und Herren, wir fordern immer das Ehrenamt. Wir betonen aber viel zu wenig, dass in unserem Lande mit 18 Millionen Einwohnern 6 Millionen Menschen ehrenamtlich tätig sind. Das heißt, nicht nur in einem Verein Mitglied sind, sondern dort ein Vorstandsamt, ein anderes Amt oder auf andere Art und Weise ehrenamtlich tätig sind. Und allen Unkenrufen zum Trotz, meine Damen und Herren, sind es die Jugendlichen, bei denen diese Bereitschaft überproportional entwickelt ist und wir keineswegs uns hier Zukunft um die Zukunft Sorgen machen müssen. Aber eines, glaube ich, müssen wir, und das hat mit dem Thema Helden zu tun, verstärkt in unserer Gesellschaft tun, nämlich das Ehrenamt auch zu ehren. Indem wir Danke sagen, zum Beispiel durch eine Auszeichnung wie Bürger des Ruhrgebiets, durch eine Auszeichnung, wie wir sie auf kulturellem Gebiet geschaffen haben, mit dem Dank, der alljährlich an Initiativen, aber auch an Einzelpersönlichkeiten im Kulturbereich ehrenamtlicher Natur verliehen werden. Und ich kann Ihnen sagen, in den beiden ersten Jahren habe ich dort jede Menge, übrigens in der Mehrzahl hier auch, Heldinnen und Helden kennengelernt. Und die durch eine solche Ehrung herauszuheben, auszuzeichnen, das scheint mir meines Erachtens ganz wichtig zu sein.